Mein lieber Scholli, ich glaube, ich sollte aber lieber nicht auf der Straße rumrennen, ich glaube, gleich das Ziel. Rein und dann. Ja. Muss ich sein schickes rotes T-Shirt ablegen oder was? Bist du dir sicher? Im Unterricht, ich nehme mal das Kackbraune. Was bringt eigentlich der Helm? Der ist total imbar. Ja, hauen dir die Zombies drauf, dann blutest du nicht direkt. Ah, okay. Weißt du, gibt es auch irgendwie die Brust und so? Glaub nicht, ne. Ja, wir brauchen aber nicht in das andere Gebäude noch rein, das große da unten, oder? Macht eh keinen Sinn. Ich weiß nicht. Irgendwas. Da ist doch irgendwo noch so ein, weiß nicht, was ist das denn? So ein Tech-Center oder was? Kein Krankenhaus, ein Bürogebäude. Ein größeres, aber. Ist egal. Warte mal, da war das Krankenhaus, auch da hinten das. Jo. Ja, ich hab die Hoffnung, vielleicht eher die kleinen Dinge, dass die nicht gelootet werden hier. Weil da meistens auch noch Scheiße drin liegt. Schippe. Also, sonst bin ich aber hungrig, ey. Ich nehme mal die Schaufel mit, wenn ich wenigstens was in der Hand hab. Ja, das hab ich auch mir gedacht. Ah, meine Taschenlampe, die ich weggeschmissen hab. Oh, leck das. Taschenlampe bringt auch einen feuchten, gell? Bitte was? Taschenlampe bringt keine auch Ahnung, einen feuchten. Ich hab die nicht mal angemacht, irgendwie. Was ist besser, eine Mütze oder ein Helm? Ich würde mal davon ausgehen, ein Helm. Außer du hast irgendwie so eine Kevlar-Mütze oder so. Kugelsichere Mütze. Was ist das nochmal ein Krankenhaus oder was ist das? Hm, ich hab schon. Ja. Mal da rein. Ich hab auf alle Fälle Patronen. Ich glaube, die können wir auch noch gut gebrauchen. Ja, wenn wir nachher eine Waffe finden. Sind immer gut, ja. Weil in eine normale Pistole passen die nicht rein, also die Pistole einfach liegen gelassen. Ja, die haben gar nichts liegen gelassen hier. Nur die Bananen. Ich hab keinen Rucksack, sonst hätte ich es auch gerne mitgenommen. Ich hab nur einen Slot frei. Wenn du Taschenlampe noch hast, kannst, das kannst du rauskicken. Die brauchst du normal nicht. Ja, die hab ich auch rausgeworfen. Die Batterie ebenso. Und das Tape auch? Ja, das Tape auch. Was mit der Banane? Banane, wenn sie gut ist, wenn sie nicht rotten ist, kannst du essen. Also würde ich sie. Ah, das ist eine rotten Banane. Also rauskicken. Ja, ich habe eine coole Sonnenbrille gefunden. Immerhin was. Ist total nützlich. Geht's da nicht noch hoch in dem Krankenhaus? Ja. Also ich bin jetzt ganz oben auf dem Dach, aber da ist. Wir bauen uns mal einen Weg nach oben. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie die Grafik ein bisschen runterstellen kann. Was ich eigentlich ungern mache, aber. Seid ihr noch in dem Krankenhaus drin? Ich stehe jetzt davor irgendwie. Ja, ich will euch wieder runter. Okay, wenn ich jetzt doppelt so viel FPS gleich. Hast du gemacht Aufnahme? Ich hab, nee, ich hab auf hoch gemacht. Die Grafik. Okay. Ich hoffe jetzt, dass die Weitsicht nicht drunter leidet. Also nicht so arg zumindest. Was bringt eigentlich der Schraubenschlüssel? Ich vermute mal zum Reparieren von irgendwas, aber das sind halt alles, denke ich mal, so Sachen, wo. So, gehen wir weiter. Warte mal. Irgendjemand. Ich schau mal auf der Karte, wo wir jetzt hinkommen. Wir sind jetzt in der eigentlich? Military Base über Kamenka, ganz links unten quasi. Wir können nach Zelenogorsk, das ist jetzt weiter nördlich, da können wir die Straße entlang, da gibt es auch nochmal so. Die Militärbaracken, wo dann noch dazugekommen sind. Da können wir jetzt hier. Ja, müssen wir nur alle überleben, ne? Mit Essen, ja, wir können jetzt so. Hier ist noch Pavlovo, da hat es auf jeden Fall einen Brunnen. Wir gehen jetzt einfach den Weg wieder raus und dann rechts. Dann kommen wir eine kleine Ortschaft gleich ums Eck. Okay. Und hoffentlich, dass wir da was finden. Brunnen auf jeden Fall. Den gleichen Weg wieder raus oder hier hoch? Ja, also hier hoch. Wir hier wären eigentlich auch reingekommen, theoretisch, nach der Rechnung. Ja. Wohin rennt ihr? Das ist doch irgendwie verreckt. Achso, ich dachte, nee, das hier sind wir reingekommen. Okay. Also das machen wir nicht schwach. Oder? Doch, hier sind wir reingekommen. Doch, da sind wir reingekommen, ja. I want to drink something. Schön.
Farbverbild, dass die Anzeige rechts noch da ist. Ja, das stört, finde ich. Also es fehlt, finde ich, voll so eine Essen- und Trinkenanzeige. Ja, wobei, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, im Menü kommt es ja dann. Muss eh am besten immer gleich essen und trinken. Voll der Zickzack laufen, dass man schneller hochkommt. Achso, und deswegen läuft er gerade so langsam. Oh, da ist auch ein Haus. Können wir da auch reingehen? Ich weiß nicht. Oh, ja. Oh. Steht so einfach so eine Baracke noch da. Ich nehme mal das kleine Häuschen. Da ist nichts drin. Wie zu erwarten irgendwie. Oh Wunder. Ich bewache den Eingang mit der Schaufel. Wer kommt, kriegt hier direkt so eine Schaufel in die Fresse. Feuerlich. Wow. Kann ich auch in die Hand nehmen, damit kann ich schlagen. Besser als nix. Wobei dich das auch zu einer Zielscheibe macht. So ein Feuerlöscher. Das ist wie, ja, ne, wie mein roter Helm. Da bist du so ein Fadenkreuz auf meinem Kopf. Also gut. Und die Karawane zieht weiter. Langsam sehe ich schon cool aus. Im Gegensatz zum Uwe. Ich weiß nicht, ich hätte mein rotes T-Shirt behalten sollen. Du weißt schon, dass ich es liegen lassen habe. Wer schnauft denn hier so? Oh, wie habt ihr das jetzt aufgemacht? Hoch oder runter? Ich bin gerade der einen großen Stand da, wo wir vorhin noch waren, weißt du, die sehe ich schon. Ja, da wo wir abgekackt sind. Ja. Da ist eine Kirche. Warte, wir laufen gerade nach Norden, nach Zelengorsk. Ja, aber wir sind jetzt in Pavlovo. Eine Ortschaft davor. Ich gehe jetzt erst schon nach Palotta und dann komme ich zu euch nach vorne. Mhm. Wenn ich es bis dahin überlebe, weil ich weiß ja doch, ich bis dahin genug Nahrung finde und so. Ja, ist echt dramatisch. Wir sind schon gelootet, oder? Schaufel? Komm, nimm eine Schaufel, dann sind wir voll die Schaufelgang. Ja, nimm die Schaufel da hinten, tu es. Nein! Ja, natürlich ist doch gut. Ich muss einen auf Faustboxer machen, ey, wenn passiert. Oh, hier ist noch offen. Die Häuser noch zu. Mann. Ja, ich nehme mal das Grün-Gelbe. Als Zombie. Ach du Scheiße. Hilfe. Aber mit der Schaufel ist generell, glaube ich, ein schlechtes Problem. Nee, kannst du nichts mitmachen, glaube ich, mit der Schaufel. Boah, ich habe Thunfisch gefunden. Boah, ich drei Zombies. Das geht ab, ey. Ja. Ich hab auch was zu futtern. Dann müssen wir gleich weiter ran, dass wir die abschütteln wieder. Wow. Ey, jetzt schüttelt sie nicht zu weit ab, ne? Wenn ich jetzt gleich aus dem Haus rauskomme, mit drei Dingern entgegenlaufen. Ist schon kommen. Oh, da ist eine Kirche. Ja, wenn wir da, können wir vielleicht auch rein. Ne, die ist zu, was ist das für ein Müll? Wollte ich rein. Seid jetzt vor der Kirche. Wie ich immer wieder in die Blockhütte rein muss. Ich hab da noch nie was drin gefunden. Wie so ein Zwang. Wieder nichts gefunden. Oh, da steht auch ein Zombie. Verdammte Hacke. Toll, da kommt ein Zombie ins Haus, gell? Bah. Jo. Nimm den mal schon ab. Nee, passt schon. Da irgendwas noch zum Looten, das wollte ich mitnehmen eigentlich. Hallo Loot, wo bist du? Hier muss irgendwo ein Brunnen sein. Gegen Ende, glaube ich. Aber ich habe eine Map mit Brunnen ausgedruckt. Wo sind wir nochmal? Pavlovo. Pavlov oder so. Links unten. Oh shit, der kommt zu mir. Wow. Verdammte Hacke. Alle looten mit Zombies im Nacken ist ja mal so beschissen. Ja, richtig pissig. So ein Kacklappen-Zombie. Du rein, ich halte den Zombie da draußen ein bisschen Schach. Kann es sein, wenn die Zombies näher kommen, dass sie langsamer werden? Ich weiß nicht. Oh shit. Was, ne? Kann sein. Das wäre nur irgendwie menschlich. Jetzt sind so ein. Ah, jetzt laufen noch gegen den Zaun. Jetzt sind es noch so wenig Zombies und dann
nerven die dich so, weil du echt nichts machen kannst am Anfang gegen die. Du wartest auf gutes Wetter, oder? Soll ich dann nochmal eine halbe Stunde mit dem Baum rumlaufen? Ich suche gerade einen Brunnen. Ja, hier ist kein Brunnen. Doch, ist wohl ein Brunnen. Warte. Oh, wenn ich jetzt gleich verhungere, ich sag's dir, fress dich davon, weil du wirst 8 kill, ey. Sag's dir, aber wegen dem meint er übel voll die Umstände und so. So, Kack-Zombie. Hier ist der Brunnen. Ja. Ah, okay, so sieht ein Brunnen aus. Und was muss man machen? Einfach drücken. So, ich renne dann mal eine Runde dann weiter. So lange trinken, bis da steht, dass dein Magen voll ist. Achtung, Zombie hinter dir. Ist bei mir. Kannst du dran gehen. Oh, noch einer. Wow. Warte. Wenn jetzt einer anfängt zu bluten, dann ist das Todesurteil. Ja. Man kann ja aus Klamotten. Genau, Stofffetzen habe ich gefunden. Da können wir uns ein bisschen bandagieren. Der will. Hey, da kommt ein Zombie, zu euch. Der will nicht zu mir, ich habe keine Ahnung. Boah, 3 Stück. Ich muss auf jeden Fall nochmal hin. Ich bin noch thirsty. Ruhig, ganz ruhig. Ah, dieser kleine Bastard. Oder was? Wie immer zu dritt um den Brunnen rumrennen. Oh Mann. Box. Oh shit. Ey, wenn ich da so einen Getränkautomaten habe, kann ich den irgendwie andrücken, dass der irgendwas gibt? Nee. Lauf dich die ganze Zeit in den Brunnen rum, zieh sie mal ein bisschen weg. Ich box den jetzt, dann kommt der zu mir. Zack, so. Oha, wir sind alle bei mir, ich bin jetzt drin. Der Zombie-Flüsterer. Ja, schnell trinken. Ich schub mich noch ein bisschen weg, weiter weg. Wie lange muss man da trinken? Gib voll. Steht irgendwann, bis der Magen voll ist. Voll Spam. Dominik, du bist voll getrunken. Ich, ja, so halbwegs, fast schon. Dort guck du nach. Ja, ich sehe nur Dominik mit 3 Zombies am Arsch. Meine Freunde. Okay, mein Stomach ist ewig. Ja, du musst voll spammen. Immer F drücken. F. Ja, hintereinander. Ach so, kein Wunder. Hast du nur einmal gedrückt? Ja, ich warte, warum macht er das kannst nicht? Du mit dem Mausrad immer drücken. Nein, das ist uncool. F ist viel cooler. Was ist F? Ich weiß gar nicht, ob ich F belegt habe. Das ist zwischen echt? G und D. Aua! Ah. Nein! Ich bin vom Gebäude oha gefallen! Jetzt bist du tot. Ja, das kennen wir. Voll der Scheiß. Also gehen wir mal weiter jetzt, oder? Alter! Dann schränkst du einmal hinten lang nochmal. Ja, was mach ich jetzt mal fürs Aid-Pack? Hast du die Füße gebrochen, oder was? Ich hab meinen kompletten Kopf gebrochen. Bleib mal tot! Dominik, einer kommt zu dir, einer kommt zu dir. Ja, ich okay bin hier fertig. Dann gehen wir weiter. Weiter. Okay. Okay. Ich habe auch zumindest mal eine Thunfischdose und einen Schraubenzieher zum Öffnen. Oh, ich habe auch eine Thunfischdose, sehr gut. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was gefunden. Was? Müssen jetzt. Ein paar Tickbus bauen. Weiter. Hier ist eh offen. Aber ich glaube, wir haben die Klopp schon abgeschüttelt. Sag ich dir gleich, respawn. Können wir da schon rein? Ja, checken. Das ist nicht ihr freies Land. Ist offen. Ich glaube, das sieht ziemlich gelootet aus. Dann kommen wir mal weiter. Ja, so jetzt bin ich der Frau. So, du I feel ready, full. Schön. Mhm. Completely.
laufen wir jetzt nach Zelenogorsk? Ja, genau. Ist auch eine größere Stadt und da hat es auch Militärbaken davor. Da findet man Waffen. IBIA. Wenn wir Glück haben, direkt wieder hoch in Norden. Ja, kann man sie beide mal nach Norden geht, umso besser ja, umso Sachen weniger dann los ist, aber auch teilweise, ja. Wie man merkt, umso gefährlicher wird es halt auch. Ja. So, mir kurz rein, aber ist offen eigentlich. Also. Ja, ist offen, ganz schön. Kommt der Loot immer wieder? Ja, ich glaube nur beim Server Restart ist ziemlich abge. Also die Türen sind ja aber dann zu. Ja, genau. Das ist noch nicht so. Auf eine Türen braucht ja, man gar nicht Server, reingehen. Aber der Server tut hier immer mal neu starten, also das ist ganz cool eigentlich. Ist halt an der Küste unten, ist halt alles abgegrast. Naja, klar, unten an der Küste ganz vergessen. Komarovo, ja, das ist rechts von dem, wo wir gestartet sind. Ach, stimmt, mehr nach rechts. Genau. Balotta incoming. Das ist schon weiter im Norden. So macht das Spiel schon Spaß irgendwie. Besser als wie wir gezockt haben, Patrick. Ja, wir haben ja keine Ahnung, Alter. Ja, bei uns hat es auch Spaß gemacht, so ja, voll auch equipped. Bis eben. Das war echt eine miese ja, Kacke. Digga, halbe Stunde mit First Aid Pack rumgerannt, dann bin ich die Gebäude gefahren. Logic. Hab das Ding mit meinem Leben gerettet, glaub mir. Kann man ich eigentlich auch einen blockieren? Ich geb dem eine Schaufel, wenn du mich blockieren willst. Voll die schöne Aussicht so nach links. Voll romantisch. Ja. Mhm. Ja, toll. Und dann ne? siehst du die Zombies rumrennen. Haben wir auch ein Buch. Oh, da ist eine Tankstelle. Oh je. War gelootet. Ja. Das könnte sein, ja. Ich hoffe, das ist vorne in Zelenogorsk noch ein bisschen was. Oder unten, was ist da? Zombies, sag mal. Sollen wir da hin? Vielleicht haben die ausgelassen. Können wir? Gut, schon wieder runter. Ja, check mal halt mal. Bisschen was. Aber langsam muss ich mal was essen. Hunger. Ist schon grün noch oder grün rot? Oder ist schon rot? Grün, so olivgrün. Okay. Ja, so gut. Wir können dann unten gleich Vesperpause machen. Genau. Vesperpause. Oder oh, hinten ist wieder so eine super Scheune. Oh, da ist der Militärsch. Ding. Ja, wollte gerade sagen, das ist ein Militärgebäude. Da rechts, gell? Ja. Dann check mal schon mal die Farm unten, oder? Jojo. Seid ihr noch hinter mir, oder? Schon ja, ich bin hinter dir. Okay. Ja. Ich muss mir immer so während dem Laufen durchzählen. So 1, 2, 3. Hier ist was zu trinken. Hat jemand Durst? Ich pack mal ein. Pack mal ein, also geht's hoch? Ja. Okay. Werkzeug. Jetzt nochmal einen roten Helm. Ah, wenn meine kaputt wäre, würde ich ihn nehmen. brauchen wir eine Batterie? Nein. Ah, ich glaube nicht. Jetzt am Anfang müssen wir erstmal gucken, weil wir gar keinen Platz haben. Ah, da bist du. Okay. Oh, was ist das? Bitte lass einen Pullover, bitte Pullover, bitte Pullover. Ein T-Shirt, verdammte Hacke. Hey, wer will eine Schaufel? Ah komm, jetzt nehme ich eine mit. Wo bist du? Verdammt, ich nehme... Hinter dem Haus, wo wir gerade drin waren. Okay. Zelenogorsk, Widerbrunnen, ich lasse die Dose trinken liegen, weil ich Platzmangel habe. Ja. Ich hab da kleine Handschuhe in einem Regal. Ja, ich hab schon welche, weil die Uhr braucht bestimmt noch, oder? Ich komm rum. Ringhandschuhe. Die sehen total cool aus. Warte haben. Wo seid ihr? Seh dich. Wir sollen jetzt kurz mal essen, jeder, oder was? Ja. Boah, ich sag's dir, wenn mich jetzt einer hier auf Balotta sieht, Alter, dem hau ich so auf die Fresse, damit ich jetzt direkt getötet. Jawohl, schwarze Handschuhe. Brechstange. Klebeband. Dann machen wir hier drin Essen. Mal aufmachen und essen. Dann. Okay. Und dann machen wir noch die Türe zu. Kommt einer rein, wir looten und zieht uns drei hier mit zu schaufeln. Bam, bam. Oh Mann. Ich mach mal die Dosen auf. Also die Dose einfach rauswerfen, oder? Ich mach mal welche auf und leg die einfach auf den Boden.
nachdringlich ab. Oh, ich hab nochmal Dose Thunfisch. Kann ich die Handschuhe nehmen? Ja, ja, ich hab dir die mitgebracht, die lange im Haus. Ach, voll cool. Tropf, 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 tropf. Da traut sich keiner rein, wenn 30 Menschen schmatzen. I feel really full. Da kam nochmal einmal. Ah, oh, okay. Doch, also, wenn ich jetzt diesen Scheiß, diese Scheißtasche nicht irgendwo finde, dann glaube ich, werde ich ein paar Mal Server wechseln. Tasche ist Schwein. Aber Rucksäcke findest du ziemlich schnell immer. Sagt der, der keinen Rucksack hat im Moment. Also gut. Ja. Seid ihr fertig? Ja, dann können wir ja mal. Ibi, die Schaufelgang sieht unterwegs. Die Fährgebäude laufen. Da links oben ist wieder so eine Geierscheune. Jetzt sehen wir gerade, wie oben voll equipped welche weglaufen. Nein! Hey, wenn ich jetzt Server wechsle, ich bin aber selber Stelle da. So kann man sich dann quasi equippen. Theoretisch wahrscheinlich. Wenn schon jemand gelootet hat. Sagst du, die scheiß Tasche mit Ziegen irgendwo. Geht's rein. Total unvorsichtig alle. Wenn noch keine Quip hat, ja, geht's voll ab. Einfach durchrennen. Ja, egal. Oh, hier ist eine verrottete Orange. Ich hab ja mal das Baracke gegenüber. Dominik, bist du links drin, oder? In dem großen. Ich bin hier in dem großen. Hab ein Stück Papier gefunden. Das ist gut, damit können wir was anfangen. Damit können wir arbeiten. Bringen eigentlich Schuhe? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Black Jeans. Voll Tactical Grey. Also die vermute ich mal besser laufen oder so, aber. Hier oben liegt also ich habe auch eine. Ich habe sogar einen roten, also ich bin bedient. Dieser Hund, ja, so ein Alter, ist ganz genau in diesem Gebäude drin, ne? Wo vier Leute drin sind. Auf dem Server. Wo sie schnell wirklich disconnect. Was ist ein Chest? Oh, Holster? Das ist irgendwas Brust. Brust. Ja, das weiß ich auch, aber. Das hast du auf Brust und ein Ding. Pistolenhalfter. Das ist ganz cool, kannst du einfach anziehen. Oh, jawohl, der Baba hat was Kunde. Alter, nein. Für einen Rucksack, 30 Slot. Und hier eine M4. Geht's ab. Ja, die gebe ich gleich mal einem von euch. Was machen wir damit? Wir haben eh keine Munition. Ich habe auch eine gefunden, bringt auch nicht viel. Ja, aber sieht schon mal böse aus. Und wenn jemand kommt, schießt er zuerst auf den mit der Waffe. Ich war in der zweiten Baracke, war ich jetzt gerade drin. Sonst noch irgendwas am Start hier? Oh shit, die sind ja alle mit der Taschenlampe unterwegs. Warum sind hier so viele? Okay, dann würde ich mir sagen, machen wir uns mal in die Stadt auf. Oh, da oben ist ein Supermarkt. Wobei der bisher ja auch noch nicht so viel gebracht hat. Oh, voll böse mit so einer Waffe. Oh je, yeah, wer sieht cool aus. Dann wäre es total auffällig, cool in Rot. Yeah. Also, mein kurz, nur Rucksack wechseln. Ich habe extra euch einen mitgebracht, aber ihr habt ja beide jetzt schon einen. Wenn er denn mal spawnt irgendwann. Ist er da drin? War hier drin? Ja. Oh, da hat es nochmal eine Waffe, gell, Schlatt? Jetzt nochmal eine Waffe drin. Überlegst dir gut, ne? Die schießen dann auf die Leute, die Waffen haben. Wo? Hier unter dem Ding. Versteckt, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, dann sehen wir schon wie so eine Augen. Gefährliche Gang aus mit so Waffen, aber wir sind total ungefährlich. Genau. Doch einen Schuss haben wir doch, oder? Einen Schuss ist doch im Lauf drin. Nee, leider nicht. Alles schon getestet. Was bringt eine Gaslampe? Licht. Brauchen wir die? Hier auch schon offen. Diesen weißer Motorradhelm? Weißen. Ja, der ist vielleicht besser als der Rot. Ich muss langsam von meinem Rot weg. Auch wenn es mir so gut gefällt, aber. Was liegt hier? Eine Schraubzwinge.
Bei dir hin? Ist in dem orangenen Backsteinhaus. Im Backsteinhaus. Ach, ja, ich habe euch gerade gesehen durchs Fenster. Augenwinkel. Da hier schon Fahrzeuge? Nee, habt ihr schon mal einen rumfahren sehen? Schade. Alter, was für ein Scheiß. Durch diese verschissene Tasche. Egal, Server wechseln. Hat die Liebe mal zum Weg zu uns? Ja. Hi, da ist die Tasche. Jetzt bin ich an der Stelle im Ballot. Ich muss auch die Waffe rausholen. Yay. Seid jetzt immer in dem roten Backsteinhaus drin, oder? Weiter die Häuser durch. Seid jetzt im Grünen drin, oder? Ich bin jetzt gleich in dem Grün drin, ja. Dann schaffe ich mir das Braune. Ich kenne meine Farbe gerade nicht vom Haus. Warte. Ich fühle mich irgendwie blöd mit der Waffe rumzulaufen. Ne, da war ich schon drin, sorry. Ah, da war ich schon drin. Ja. Ist irgendwie ein bisschen dämlich, aber naja. Kann man im Spiel springen? Nee, gell? V, Standardbelegung. Ah, okay. Nice. Muss schon nicht aus Versehen über den Haufen schießen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Wo es, glaube ich, mehr Nachteile hat als Vorteile. Oh, ich habe nochmal Bohnen gefunden. Pack ein. Eigentlich müsst immer hinter dir die Tür wieder zumachen. Damit die Leute nochmal reingehen zum Looten. Das machen bestimmt viele. Habt ihr Cargo Pants schon? Nein. Mit 6 Slots? Ich hab 4 Slots. Hast du auch welchen rot? Nein, ich bin schwarz. Tut mir leid. Man. Diesmal gehe ich nicht in die Blockade. Ich werde jetzt erstmal meine Hosen ausziehen. Leute, blaue Schlüpfer. Nicht gelbe oder braune? Oh, jetzt ein Pullover. Einfach nur blaue Schlüpfer. Yellow, toll. Ich würde mich eigentlich trollen. Das war toll. Ja, das war schön. Jetzt bin ich noch so ein gelb-rotes Männchen. Hast du? Ja, ich bin gelb. Bist du, ja? Okay. Sauber. Alter, das heißt, sieht blöd aus. Das ist voll gut. Ich bin einfach der. Alle gucken auf mich und ihr müsst die dann alle umhauen. Hose liegt hier irgendwo gleich. Mitten auf der Straße wieder, sehr sicher alles. Hauptsache, bist du denn raus? Okay. Und ich bin aber getarnt, wie der Straßenboden sehe ich aus. Jetzt nochmal Schuhe. Ah, da ist sie. Jogging-Schuhe. Ja, schon voll gut equipped hier. Ja, ne? Läuft. Es geht aufwärts. Nur nix zu trinken und nicht wirklich was zu essen, aber Hauptsache equipped. Doch, Essen habe ich. Okay. Essen habe ich auch gefunden. Dose. Seid ihr? Ah, hier kommt da unten jetzt gerade. Ich hab mir mal da das Backsteinhaus. Da bin ich schon wieder drin. Sorry. Oh, <Mann. lacht> oh, da oben. Ah, ich hol das da vorne, das gelbe, dicke. War nicht irgendwo so ein Einkaufsladen, ja, was du eben gemeint? Das ist ja echt größer, als ich erwartet habe. Schön. Ja, das ist schon groß. Alter, jetzt wo ich die Tasche absichtlich suche, finde ich es einfach mal nicht. War schon jemand überall. Da war auch jetzt links von dem großen Haus ist dieses Supermarkt. Ey, das ist so dämlich, wir haben nicht mal eine Kugel irgendwie, um uns zu wehren. Ich habe eine Axt gefunden, ich bin super equipped, ich beschütze euch, kein Ding. Ey, ich hab eine Dingens gefunden, eine gelbe Ski, eine pinke Skimütze, wer will sie haben? Und noch eine Vierer-Slot Jeans und eine Rotten will ich nicht. Ich habe eine coole Weste gefunden. Über meinem gelben, so eine Tarnweste über meinem gelben Regenmantel. Und eine Schaufel. Ich kann nichts mehr passieren. Also wenn wir mal irgendwo sind, wo es gelb ist, dann bin ich hier übel versteckt. Rex brauchen wir für Bandagen, gell? Ja. Sehr schön. Muss ich, glaube ich, desinfizieren und dann kannst du... Also brauchen wir noch Alkohol. Verdammt. Ja. Oder dieses Spray.